Aber wie gesagt, irgendwie ein bisschen wenig Grün, ne? Ich weiß natürlich nicht, aus welcher Region die kommen. Aber ich glaube, so ein bisschen schick könnte man es denen noch machen. Skalare meine ich. Oder irgendwie ähnlich. Ja, kann sein. Irgendwas mit, also was ist hier drin? Das sind nochmal solche anderen Platten. Die sehen ja giftig aus, wa? La 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 na 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 na. Ah, gucke mal hier. Also was das mit diesen Zwergen auf sich hat, ne? Und mit diesen Fußbällen, die gibt es ja auch in manchen Leveln. Ich habe mich damit nie befasst. Smürikinger, hast du das gemacht? Der kriegt mal, glaube ich, irgendwie Erfolg oder was auch immer. Wenn man alle Zwerge sammelt oder so, ich habe keine Ahnung, was das gut bedeuten soll. Bing. Jetzt noch der Rahmen. So, alles klar. Vor allem den Zwerg, den kann man ja gar nicht irgendwie, ne? Sammeln. Anklicken, was auch immer. Dum-d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 um
Sehr schön. Das ist bei mir tagtäglich so, ja. Ach ja, schön, ne? Na 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 na. Kling. Also auch wenn das hier riesengroß ist, ne, aber da freue ich mich schon riesig drauf, hier das innen zu putzen. Aber man sagt ja das Beste zum Schluss, ne? Ich muss an nichts Neues denken und das andere zu vergessen, das geht auch so und schwupps weg ist es. So, Decke haben wir, Fußboden haben wir. Jetzt machen wir die Wände. Erstmal die Innenwand. Also die kurze. Ja, mir fallen auch manchmal die einfachsten Wörter nicht ein. Ich weiß genau, was ich will und was weiß ich dann sowas Blödes wie Gabel oder so. Was, ach, das sind, ah, das sind Erfolgsabschnitte hier. Ich kann, ne, kann das Ding beschreiben, wofür es gebraucht wird und was weiß ich, aber denkst du, mir fällt verflucht doch mal so ein einfaches Wort dann ein? Nee. Nein? Das wird doch immer schlimmer. Wie gesagt, ne, ich habe ja gesagt, wenn ich zum Feierabend noch weiß, wie ich heiße, dann ist gut. Geht's euch auch so? Ich muss manchmal echt überlegen, wie alt ich bin. Das hatte ich auch schon ein paar Mal jetzt. Dann nehme ich das Geburtsjahr, weiße weißt du, und rechne dann. Also was Beklopptes. Ich muss dafür gerade mal aufstehen. Auch Wortfindungsstörungen sind echt supi. Das beflügelt die Fantasie, um es gut zu umschreiben. Wir machen gleich eine Pause, Karaninchen. Mein Alter wusste ich noch nie so wirklich. Ach, Leute. Ja, das werden ja auch immer mehr Jahre, die man sich behalten muss. Da kann man schon mal vergessen, wie alt man jetzt wirklich ist. So, wir haben die Wand gleich. Kling! Jawohl. Aber das ist ja auch nochmal so ein Abschnitt, ne? Ich vergesse das immer. Ich benehme mich meist so kindlich, dass ich vergesse, wie alt ich bin. So, dann machen wir den Abschnitt. Über mein Alter mache ich mir keine Gedanken mehr, da ich mich eh 30 Jahre älter fühle, gesundheitlich. Ja, das ist. Alles Scheiße, deine Eline.
La, 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 da. Ach, mein Körper ist uralt, aber im Kopf werde ich nie erwachsen, ja. Ich habe letztens, also ich arbeite ja im großen Konzern, wo es so mehrere Töchterfirma gibt, ne? Und dann, ich arbeite ja in der Buchhaltung und die wurde ja vor, es ist mittlerweile schon 12 Jahre her, glaube ich, in eine eigene GmbH outgesourced im Konzern. Das heißt, die einzelnen GmbHs haben überhaupt keine eigene Buchhaltung mehr. Das wird alles nur in einer Tochtergesellschaft gemacht. Und ich hatte dann letztens mit dem alten Geschäftsführer was besprechen müssen. In der Firma, wo ich vorher war, also von der ich kam. Bis ich dann halt in die neue Firma kam wegen der Buchhaltung, ne? Weil die Buchhaltung da ja rausgenommen wurde. Und wie gesagt, ich habe mit dem 12, 13 Jahre nicht mehr gesprochen. Und ich rede mit dem so, wie gesagt, der ist Geschäftsführer. Und ich rede mit dem so und denke mir, hat der schon immer so geschwollen daher geschwafelt? Kann der nicht mal Deutsch reden? Das ist mir früher nie aufgefallen, aber das ging mir voll auf den Sack. Entschuldigung. Ja, meine Güte, red mit mir Deutsch, dachte ich. Ich bin doch kein Kunde, den du im Arsch kriechen musst. Oh, schlimm war das. Mann, ey, einfach mal Arbeiterdeutsch und am besten noch Berlinern. So mag ich das. Das ist meine Welt, wa? Red doch so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ey, das versteht dich auch jeder. La, 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 la. So, jetzt haben wir die Wände hier fertig. Dann machen wir mal ein kleines Päuschen. Dann machen wir die Decke. Und dann geht es munter weiter. Ach, so geschwollen kann ich auch, war ja immerhin mal eine ganze Weile selbstständig mit meinem ersten Mann, aber das ist mir zu anstrengend, ist mir auch zu anstrengend, ey. Oh. Gut, ihr Lieben, ne? Pipi-Pause, was trinken, Knabbern holen und dann hören wir uns gleich wieder, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Na, habt euch was zu trinken geholt, um was zu knabbern? Oh, ich habe eben noch mal eine Mini-Bulette gegessen. Nach dem Stream mache ich mir dann schön Hähnchen am Spieß gegrillt, so Hähnchenstücke am Spieß gegrillt mit Barbecue-Soße. So mariniert. Mm. Dankeschön. Lecker, lecker, lecker. Ja, hallo Heinz. Schön, dass du da bist. Na, ist in Dresden Badewetter? Hier nicht. Hier ist bewölkt bis regnerisch. Ja, da, 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 da. So, bling, so, dann haben wir den Abschnitt jetzt auch fertig. Tunnel. Nö, heute nicht. Erst ab Dienstag wieder. Hm. Ja, irgendwann soll nächste Woche ja auch nochmal ein Tag 30 Grad werden.
Bin mal gespannt, ob das dann auch so eintrifft. Aber dann auch wieder nur ein Tag, ne? Tunneldecke, Tunnelboden, Tunnelfeld. Das ist wieder was anderes, ne? Tunnelbeckenrahmen, Tunnelbeckenglas, Tunnelwände. Ja, das ist das jetzt. Bling, 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 bling. Ich liebe das. Bling, bling, bling. So. Das gehört anders. So, dann. Das gehört auch noch so damit zu. Ja, da oben bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich da oben das treffe. Und ob das wieder so ein typischer Rand ist. Ah ja. Werden wir gleich sehen. Ob ich da mit der Leiter ran muss. So, ansonsten. Machen wir jetzt erstmal, wo hört denn die Wand hier auf? Das ist nur eine Wand ohne Decke? Okay. Ohne Decke. Na gut. Mal gucken, wie machen, wie weit wir kommen heute. Ist ja auch schön. Da wird das Blau gleich blauer, hä? Im Ocean. So, dann ja, erstmal den Boden machen hier, sagte sie und putzte den Rahmen weiter. Oh, das ist hier so ein bisschen Steine angedeutet. Okay. Alles schön, ja, sehr wohl. Alles schön blau. Mal hier. Und dann geht's gleich in den Ozeanbereich. Dann machen wir erstmal hier vorne die Türen und den Raum da hinten. Lalalala. So, dann haben wir hier den Zwischenraum auch. Wow, das sieht auch cool aus. Ist ja auch schön. So. Da war ja noch der Raum da hinten. Ich muss gleich niesen. Oh, hab's Muten noch geschafft? Oh Gott. Okay, ach, das war ja das. Ja, genau, das war ja dann das, wo ich hoch kann. Die ganzen Rohre, oh Gott.
Gut, fangen wir mal irgendwo so. Dann haben wir hier einen Hammerhai, ein Delfin oder so. Und das ist eine Meeresschildkröte. Und da ist nochmal ein normaler Hai, ein Rochen. Cool. Okay, dann hat das geklappt. Mit dem, dass ich nicht mit der Leiter hochkraxeln muss. Fishing Practice. Oh Gott. Ist hier auch noch ein Schild? Ja. Ocean Research Initiative, okay. Das sieht so ähnlich aus wie das, was wir putzen müssen, ne? Na, da bin ich ja mal gespannt, ob dann da auch so eine Farbe rauskommt. Das lese ich jetzt nicht, das ist viel zu klein und in Englisch. Crab Bay Ecology. Ja, das ist das U mit den gleichen Farben. Ah, okay. Passt nicht wiedererkannt, ne? So. Dann machen wir mal. Das Fotodingen hier. Ey, meine Nase juckt heute, ist ja schlimm. Gib noch einen drauf heute. Nur um Kratzen hier. Trennwand. Ozeanraum Trennwand. So, dann haben wir hier Wand, das ist alles eins.